Hallo zusammen und einen wunderschönen guten Abend. Ja, dieses Video heute ist eigentlich das Anschlussvideo an mein letztes Video und zwar zum Thema Verrat. Ja, ich habe da noch ein bisschen weiter recherchiert und zwar, weil mir immer wieder in letzter Zeit die Frage gestellt worden ist von verschiedenen Seiten. Und zwar, ja, mein Partner, der beschuldigt mich immer, der gibt mir immer die Schuld. Schuld für unsere finanziellen Verhältnisse, unsere Situation. Oder er gibt mir Schuld, dass wir die ganze Zeit streiten. Und wie soll ich da reagieren? Und ja, ich habe in vielen Videos, habe ich ja gesagt, das Außen ist tatsächlich nur eine Reflexion von uns selbst. Und es ist häufig sehr, sehr unangenehm, das Ganze anzuschauen so und zu sehen, ja, das, was mir mein Partner zeigt, das ist etwas, was ich in mir im Inneren fühle. Das, was mir die Menschen im Außen zeigen, das ist tatsächlich mein Problem und mein Thema. Und was ist das Thema, wenn jetzt dein Partner dir zum Beispiel Schuld gibt, dass es finanziell bei euch nicht so gut ausschaut? Die Wahrheit ist, dass du quasi die Reflexion wahrnimmst. Also es ist ziemlich schwierig zu erklären. Ich versuche mich hier wirklich ein bisschen rauszureden. Aber wenn du die Verantwortung übernimmst für das, was in deinem Leben passiert, wenn du die Verantwortung dafür übernimmst, dass dir die Aussage gemacht wird, dass du schuld bist, zum Beispiel in der Partnerschaft an irgendwelchen Problemen, dann kann das nur passieren, wenn du tatsächlich eine Resonanz hierfür hast. Das ist schwierig zu verstehen, weil du sagst, ja, okay, ich habe ja nichts gemacht, wieso beschuldigt er mich, wieso gibt er mir die Schuld, ich gebe ja mein Bestes und so weiter und so fort, warum bin ich denn schuld? Und es geht wirklich nur darum, was du in dir fühlst, was du innerlich fühlst. Wenn du innerlich auch das Gefühl hast, ja, ich werde nicht unterstützt finanziell in diesem Fall. Oder ja, mein Partner beschuldigt mich, der steht nicht hinter mir. Dann sind es zwei gleiche Themen, die beide haben. Beide Leute, beide Beziehungspartner haben das gleiche Thema. Und zwar fühlen sie sich nicht unterstützt. Der eine fühlt sich nicht unterstützt, weil du dich auch nicht unterstützt fühlst. Wo das Ganze herrührt, ist eigentlich völlig egal. Aber wenn zwei Personen miteinander kommunizieren und in Resonanz stehen, wie eine Gitarre, die im Raum steht und du machst die Saite, du bewegst die Saite, dann resoniert eine andere Gitarre am anderen Ende des Raums mit derselben Saite. Also resoniert dein Partner hundertprozentig mit dir. Das heißt, wenn du anfängst, für dich die Dinge zu klären und wenn du anfängst, für dich die Dinge zu verstehen und ehrlich zu dir sein und zu sagen, oh mein Gott, natürlich, ich fühle mich nicht unterstützt, ich fühle mich nicht wert, ich fühle mich auch finanziell ausgeliefert, dann haben beide Partner das gleiche Thema. Nachdem du aber in deinem Partner nichts verändern kannst, sondern nur bei dir, geht es darum, dass du in ihm erkennst, was bei dir im Argen liegt. Das gefällt nicht wirklich jedem, aber das ist die einzig wahre Wahrheit. Es passiert nichts im Außen in unserem Leben, was nicht in unserem Inneren wohnt. Gar nichts. Und unsere Partner sind wirklich dazu da und machen uns aufmerksam darauf, was in uns läuft. Und wenn du diese Perspektive und diese Sichtweise aufsetzt, dann kannst du andere Dinge verstehen. Und zwar kannst du dich verstehen, was in dir vor sich geht, wenn du verstehen kannst, was im anderen vor sich geht.
Und jetzt komme ich zu dem Thema Verrat. Weil Verrat ist für mich im Prinzip, sich verraten fühlen, ist für mich genau gleich mit sich nicht unterstützt fühlen und sich nicht wertvoll fühlen. Und wenn du mit so einem Gefühl in dir, das ganz, ganz tief sitzt in dir, in deinem Unterbewusstsein, dessen bist du dir nicht bewusst, du weißt nicht, dass du dich so fühlst, du merkst es nur, wie du reagierst in bestimmten Situationen, du merkst, wie du auf deinen Partner reagierst, wenn er zum Beispiel Schuldzuweisungen auf dich projiziert und du meinst, du musst dich verteidigen, dann weißt du, oh mein Gott, hier ist eine Resonanz. Und wenn du diese Information für dich so hernimmst, wie sie gemeint ist, und zwar, schau mal in dir, wie fühlst du dich in Bezug auf das Thema, hier in meinem Beispiel, Finanzen. Was bewegt dich da? Was hast du wirklich für wahre Vorstellungen über Finanzen in deinem Leben? Fühlst du dich wirklich wertgeschätzt? Fühlst du dich deinem Wert entsprechend entlohnt? Fühlst du dich deinem Wert entsprechend unterstützt? Fühlst du dich deinem Wert entsprechend vom Leben belohnt? Und wenn du Nein sagst auf diese Fragen, wenn du dieses Gefühl in dir rumträgst und sagst, ich weiß nicht, was ich machen soll, aber immer wieder geht es gegen mich, selbst mein Partner ist gegen mich, in der Arbeit werde ich nicht entsprechend belohnt, unterstützt, promoviert, dann ist dort ein ganz tiefes Gefühl des Verrates in dir. Und dieses Gefühl des Verrates, das ist eigentlich unter jedem Gefühl. Wenn du mal ganz ehrlich bist, unter jedem Gefühl, das du hast, wo du das denkst, oh mein Gott, wie soll ich mich da verhalten? Mein Leben gerät außer Kontrolle. Meine Partnerschaft ist nicht da für mich. In meinem Job kommt es nicht vorwärts. Dann ist da ein klares, tiefes Gefühl des Verrats, des sich nicht unterstützt fühlen, des sich nicht wert fühlen. Ich sage es ganz, ganz oft, weil diese Gefühle sind in unserem Unterbewusstsein so tief drin und gespeichert. Die haben wir bewiesen bekommen auf unserer Reise durch das Leben, wie wir sozialisiert worden sind, durch unsere Eltern, unsere Bezugspersonen. Und dieses Thema Verrat und nicht unterstützt werden ist ein ganz dickes Thema in unserem kollektiven Bewusstsein. Wenn ihr mal die ganzen, unsere Geschichte anschaut, innerhalb der Familie, zwischen den Familien, dieses riesengroße Gefühl, was passiert, wenn ich verraten werde. Dieses Gefühl löst ein Angstgefühl, und zwar ein Todesangstgefühl aus. Es ist voll gegen unser Bedürfnis nach Sicherheit, nach Geborgenheit. Wenn wir uns irgendwann mal irgendwo nicht unterstützt und verraten und unsicher gefühlt haben und dieses System in uns läuft, wird sich das immer wieder in unserem Leben wiederholen. Dr. Joe Dispenza hat ein Interview gehabt mit London Real, wo er ein bisschen über diese Traumata gesprochen hat. Und das ist Emotionen, die in uns wohnen, in unserem Unterbewusstsein, die können tatsächlich traumatische Effekte haben und unseren Autopilot steuern. Diese Emotionen werden getriggert durch Aussagen von Menschen, durch Gerüche, durch irgendwelche Faktoren in unserem Umfeld. Und diese Trigger, die lassen uns immer wieder annehmen, oh mein Gott, schlimmstes Fallszenario, was mache ich, wenn das wieder passiert? Wie kann ich mich davor schützen? Und jedes Mal,
wenn dieses Gefühl hochkommt, fängst du an und möchtest dich vor deinem Tod schützen. Du bekommst Todesangst. Du bist in Todesangst, wenn du dich ausgeliefert fühlst. Du bist in Todesangst, wenn du dich nicht unterstützt fühlst. Du bist klar in Flight or Fight, Flucht oder Angst. Dein ganzes zentrales Nervensystem, das läuft auf Autopilot. Es versucht überall im Außen herauszufinden, zu sehen, zu früh scannen, irgendwelche ähnlich gelagerten Situationen, wo dir hoffentlich schon früh genug zeigen können, dass dein Leben bedroht ist. Und so läufst du durchs Leben. Wenn du dieses Verrattrauma irgendwann mal in dir gespeichert hast, du läufst durchs Leben mit einem unterbewussten Flucht- oder Kampfmechanismus und kannst dich nie entspannen, bist die ganze Zeit damit beschäftigt, diese Worst-Case-Szenarien irgendwo anzunehmen und dich davor zu schützen, herauszuprojizieren, ja, wenn das jetzt wiederkommt, was, wenn das wieder passiert, wie kann ich mich schützen? Und deswegen bist du die ganze Zeit dann irgendwo angespannt, du bist im Stress, du bist auf Abwehr. Und wenn du auf dieser Abwehrmodus durchs Leben läufst, bist du die ganze Zeit mit deinem Trauma, mit deiner Vergangenheit verbunden. Du kannst es nicht loslassen, dein Körper ist drauf konditioniert, es ist in deinem Körper gespeichert, diese ganze Emotion, diese ganze Energie, und du bist die ganze Zeit irgendwo damit beschäftigt, deinen Tod zu vermeiden. Wenn du das jetzt hernimmst, dieses Wissen und dieses Verständnis, und sagst, oh mein Gott, wenn mich also jemand angreift, wenn mich jemand beschuldigt, wenn mich jemand irgendwo versucht klein zu machen, wenn mich irgendjemand versucht minderwertig zu machen, dann geht es hier gar nicht darum, dass ich angegriffen werde, sondern es geht darum, dass ich das Gefühl habe, wenn diese Situation entsteht, bin ich in Todesgefahr und dementsprechend verhalte ich mich auch, dementsprechend schütze ich mich auch vor den anderen Leuten, dementsprechend ziehe ich mich auch zurück, dementsprechend streite ich auch, weil ich es verhindern will, dass mein Leben in Gefahr ist. Und wenn du das mal begreifst, dass eigentlich im Prinzip all das immer wieder reproduziert wird, was in dir wohnt und dir von außen und von anderen Menschen immer wieder gezeigt wird, hast du ein riesengroßes Aha-Erlebnis und begreifst, um was es geht. Es geht tatsächlich um deinem System klarzumachen, dass es keine Todesangst gibt hier jetzt in diesem Leben, dass deine Existenz, dass dein Überleben nicht bedroht ist durch irgendwelche Umstände im Außen und dass das einfach dein neues Ich begreifen muss, deine neue Programmierung verstehen muss, dass hier alles gut und richtig läuft. Auch wenn es Anzeichen gibt, die deinem Unterbewusstsein klar machen und zeigen, oh mein Gott, schütze dich, schütze uns, wenn das hier weitergeht, um was kommt da raus in der Zukunft. Wenn das alles immer wieder passiert in dir, dann weißt du jetzt, worauf du achten musst. Und zwar, dass du deinem System, deinem Körper, deinem Geist klar machen musst und sagen musst, schau, Verrat ist heute für uns nicht mehr überlebensbedrohlich. Es ist nicht überlebensbedrohlich, wenn du nicht unterstützt wirst, weil du bist nicht dein Körper, du bist nicht das, was du denkst, sondern du bist viel, viel mehr, denn du bist alles. Du bist in hundertprozentiger Verbindung mit dem Feld, mit dem Universum. Wenn du aus dieser Energie rausgehst, wenn du aus dieser Stress- und Flucht- und Kampfmodus-Energie rausgehst, in den gegenwärtigen Moment hineingehst und dort deinem Körper beibringst, dass es nichts und gar nichts auf dieser Welt in diesem Moment gibt, was das Überleben und was das Leben bedroht,
dann kannst du dich endlich entspannen. Dann kannst du dich entspannen im Job. Dann kannst du dich entspannen in der Beziehung. Dann kannst du dich immer entspannen, weil du kannst diesen Mechanismus loslassen. Und jedes Mal, wenn es kommt und du dir dessen bewusst bist, dass du hier auf Verrat, nicht Unterstützung, kein Rückhalt reagierst und anfängst zu kämpfen gegen etwas, was eigentlich gar nicht wirklich da ist, sondern was dein Körper im Sinne eines Traumas mal in sich gespeichert hat, dann kommst du in eine Entspannung rein. Dann kommst du in eine Sicherheit rein, die mit nichts im Außen irgendetwas zu tun hat. Dann kommst du in die Verbindung zu dem, was du wirklich bist. Dann kommst du in die Verbindung mit dem Feld, in die Verbindung mit den höheren Emotionen. Dann kommst du in die Verbindung mit den Kreationen dessen, was du möchtest im Leben. Aber es ist so, so essentiell, dass du vorher deinem Körper, deinem System beibringst, hier gibt es nichts, was dein Überleben bedroht. Insbesondere nicht Verrat oder nicht unterstützt werden und so weiter. Und wenn das dein System weiß, dann wird es ruhig. Dann entspannt es sich. Und ich mache jetzt hier noch ein paar Beispiele, weil dass du das besser verstehen kannst. Wenn du mit einem Partner, das ist oft so, oder? Der Partner, du fühlst dich nicht unterstützt. Du hast das Gefühl, der ist nicht da. Du hast das Gefühl, er interessiert sich nicht für dich. All das ist ein Teil vom Verrat. Ein Teil, sich verraten zu fühlen. Das kann dazu führen, dass du immer wieder auf diese so vermeintliche, wo du denkst, der verrät mich, reagierst. Und anstatt dass du natürlich hier begreifst, dass er auf deiner Seite wäre ja eigentlich, läuft das Programm, der verrät mich, der ist nicht für mich da, der unterstützt mich nicht, ich bin allein, ich bin verantwortlich für alles, bla bla bla. All das, das kennt ihr. Und das rührt nur daher, weil du dich verraten fühlst und weil du dich nicht unterstützt fühlst. Und wenn du das eliminieren kannst aus deinem System, kannst du dich und deinen Partner mit ganz anderen Augen sehen. Und zwar kannst du dann sehen, dass hier einfach nur ein Verratener, der sich verraten fühlt, mit dem anderen kämpft, der sich auch verraten fühlt. Und wenn einmal dieses Thema draußen ist und einer in dieser Zweisamkeit, in der Partnerschaft weiß, hey, wir sind sicher, und ich muss dich nicht bekämpfen, wenn du mich irgendwie beschuldigst oder wenn du anfängst irgendwie zu streiten oder nicht zu verstehen etc., weil du hast auch diese Todesangst in diesem Moment. Und schon kommst du in ein riesengroßes Mitgefühl rein, entweder für den anderen oder auch für dich. Wenn du für dich merkst, hey, ich reagiere so, ich flippe so aus, ich drehe durch oder was weiß ich nicht, was immer passiert im Leben. Wenn du begreifen kannst, was da in dir unterbewusst auf emotionaler Ebene vorgeht und dass es wirklich ein uraltes Muster ist, das hier immer weitergetragen wird, von Generation zu Generation weitergegeben wird, kannst du dich davon lösen. Und du weißt, hey, meine Sicherheit, die ist im gegenwärtigen Moment in meiner Verbindung mit dem Feld, mit Gott, mit der höheren Intelligenz, liebenden Intelligenz, die mich niemals verraten wird, die mich immer unterstützt, die meinen Wert erkennt und wo mein wahres Sein darin begründet ist und nicht in dieser Vorstellung des Verrates und des Hintergangenwordenseins, belogen, betrogen, nicht unterstützt, nicht wertseins etc., weil das in dieser 3D-Welt so ein energetischer Klüngel ist, mit dem wir uns so verbunden haben über Generationen und Generationen und Generationen hinweg, dass wenn wir da das Licht reinschmeißen und den Scheinwerfer draufwerfen und das Ganze entlarven und sehen, dass es eine riesengroße, dicke Lüge ist, die wir emotional, energetisch in uns gespeichert haben, die uns bewegt, unterbewusst, dann kann das gehen. Dann kann das gehen, dann können wir es loslassen und sagen, hey, hallo,
Ich bin so sicher in dieser Welt, weil ich weiß, wenn ich meine Verbindung lebe, in der Meditation ausbaue, fühle, spüre, in diesen präsenten Moment reingehe, dort zulasse, dass diese ganzen gespeicherten Emotionen sich lösen und ich sie mir nicht wiederhole, weil in der nächsten Situation ich mich wieder verraten oder nicht unterstützt fühle, sondern einfach sage, aha, interessant, klar, jetzt fühle ich mich wieder verraten oder ausgeliefert, alles klar, aber ich bin bewusst und ich lasse meinen Körper und mein System nicht einfach wieder in diesen Flucht- oder Kampfmodus reinlaufen, sondern ich beobachte es, ich spüre es, aber ich reagiere nicht. Und je öfter ich das trainiere, desto schneller werde ich frei von dem. Und das ist so ein tiefes Thema. Und ich weiß nicht, ob ich das irgendwie so klar rübergebracht habe, wie ich es wollte. Denn alles, was ihr merkt und spürt, was sowas von unangenehm ist, lässt sich wirklich letztendlich auf dieses tiefe, tiefe Gefühl des Verrates, des Ausgeliefertseins, des Todesangstgefühl reduzieren. Weil wenn wir nicht Todesangst haben, auf irgendeine Art und Weise, warum sollten wir kämpfen, warum sollten wir flüchten? Und vor allem, warum sollten wir kämpfen und flüchten gegen Menschen, die wir lieben? Würden wir ja nicht tun, oder? Also, schreibt mir Fragen in die Kommentare. Ich weiß, dass es ein bisschen durcheinander war. Aber wenn es irgendwie mitgekriegt hat, wird euch das sowas von helfen, euch von so alten Mustern und auch Traumata zu befreien und eben nicht mehr in diesem Flucht- oder Kampfmechanismus euch auszupowern, sondern in den kreativen Modus zu gehen und eure kreative Kraft, eure ganze Energie in die Kreation der Zukunft und eures zukünftigen Lebens zu investieren und nicht hier in der Vergangenheit irgendwie immer noch rumkämpfen, weil sie euch immer wieder einholt. Alles Liebe! Bin wirklich gespannt, wie sich das anhört, wenn ich mir das nochmal anhöre, dieses Video, und hoffe, dass ich doch den Punkt einigermaßen rübergebracht habe. Ich wünsche euch noch einen wunderbaren Abend. Tschüss, tschüss.